Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorff und ich bin selber Steinbock. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wann ihr besonders schöne Tage habt, vielleicht auch, um euren Geburtstag zu feiern. Der Monat geht ja los mit einer geballten Ladung Steinbock-Energie. Fünf Planeten, also vier Planeten und Lilith im Steinbock, vor allen Dingen eben auch Liebesplanet Venus und die Sonne. Also ich denke schon, ihr werdet häufig im Mittelpunkt stehen und ist natürlich auch toll, weil ihr dann die Venus im Steinbock auch in eurem Geburtstagshoroskop stehen habt. Und den ersten Top-Tag habe ich für euch am 5. Januar gefunden. Sehr schön für kreative Steinböcke. Da verbindet sich der Mond mit Saturn und dann mit Lilith. Auch sehr schön, um nochmal nachzudenken, was man manifestieren möchte, weil der Mond steht im Haus der Pläne. Und eventuell auch ein guter Tag, um Geburtstag zu feiern. Und auch der 6. ist sehr, sehr schön, denn da bildet der Mond Harmonieaspekte zu Sonne und Venus, also auch eine liebevolle, schöne Energie, nochmal sehr gut auch, um Pläne zu machen und sich was für die Zukunft zu überlegen. Und ist auch eine gute Verbindung zum Haus der Freundschaften. Hier stehen Jupiter und Mars im Haus der Freunde. Das zeigt Freunde an, die auch tatkräftig mit anpacken oder mit denen man was auf die Beine stellen kann. Genau, also sind auch schöne Konstellationen, wenn ihr die dann in eurem Geburtstagshoroskop stehen habt. Dann finde ich eigentlich auch das Wochenende vom 13. und 14. ganz gut für euch. Da steht der Mond im Schützen, das ist auch ganz gut, um zu feiern. Das war natürlich jetzt nicht so ein direkter, toller Aspekt auf die Steinbocksonne, aber das wäre auch nochmal so ein Wochenende, was sich für eine Feier anbieten würde. Nur haben wir da allerdings die Venus im Quadrat zu Uranus, also da kann es vielleicht zu einer Liebesüberraschung kommen. Deswegen hatte ich das jetzt nicht als Top-Tag rausgesucht, aber zum Feiern denke ich, ist schon in Ordnung mit Mond im Schützen. So, und dann haben wir aber nochmal einen richtigen Top-Tag am 11. Januar. Den finde ich auch sehr schön, denn dann haben wir hier den Mond auch im Skorpion im Haus der Freunde und der verbindet sich hier mit Sonne, Venus und Pluto. Ist also auch was, um einflussreiche Leute zu treffen, dieser Tag. Ist ja ein Donnerstag, kann also auch beruflich sehr interessant für euch werden. Genau, und während der ganzen Zeit steht ja immer die Venus noch bei euch im Zeichen. Dann habe ich noch einen Tag für euch, da ist zwar dann die Venus schon weitergewandert in den Wassermann, aber es ist trotzdem ein schöner Tag, nämlich Samstag, der 20. Januar. Da haben wir den Mond in den Fischen, der verbindet sich dann hier nochmal harmonisch für euch mit den Steinbockplaneten Saturn, Lilith, Merkur. Das ist auch eine gute Konstellation hier im dritten Haus, vielleicht zum Schreiben, für was Kreatives, was Inspiriertes oder falls ihr Liebesnachrichten verschicken wollt, habt ihr dann auch sehr, sehr gute Ideen am 20. Und wenn ihr dann vielleicht von jemandem aus eurem Freundeskreis aus dem Zeichen Wassermann eingeladen seid, dann solltet ihr hingehen. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellationen des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!